Habe ich die realer Story von der Gamescom eigentlich erzählt? Es war einmal Gamescom. Ich war einige Monate Single und ich habe mich mit einer Zuschauerin getroffen, die schon etwas, also die kannte ich schon. Eine aus dem Chat, nee, Chiller, deine Mutter guckt bei mir nicht zu, Digga, alles gut. Naja, ich habe mich das erste Mal darauf eingelassen, mich mit einer Zuschauerin zu treffen. Das war während der Gamescom-Zeit. Ich habe sie dann irgendwann aufs Zimmer geholt, also ich habe mich mit ihr getroffen. Das wird unangenehm sein, Digga, denn ich habe immer noch Kontakt mit der. Gut, ich werde ja keinen Namen nennen, insofern, Bruder, kann sie auch nicht sauer sein. Ich habe mich mit der getroffen, wir sind aufs Zimmer gegangen und so. Und zu dem Zeitpunkt, ich hatte die Präsidenten-Suite gemietet, das war so ein riesen Oschi. Ja, ein bisschen ha-ha-hi-hi gemacht. Eigentlich habe ich Bock, schnell zur Sache zu kommen, aber natürlich war ich wieder so schüchtern und so. Aber ich hatte gedacht, es ist eine gute Idee, mir so gefühlt 20 Minuten, nachdem sie da war, na gut, es war vielleicht eine Stunde, nachdem sie da war oder so, habe ich mir auf ganz entspannter Rino eine halbe Kamaka reingeflackt, Digga, weil ich gedacht habe, jetzt geht's gleich richtig zur Sache, Digga. Naja, ich habe mir eine halbe Kamaka reingeflackt. Also für die, die nicht wissen, was das ist Viagra, aber halt eine andere Art, also Kamaka. Hab mir eine halbe Kamaka reingehauen. Zu der Zeit habe ich noch aktiv auch diese Dinger genommen. Mittlerweile, schon seit Jahren, habe ich sie nicht mehr genommen. Hab mir das Ding reingeflackt auf entspannter Rino. Ja, und hab gedacht, ja, Bruder, bald geht's zur Sache. Am Ende saßen wir gefühlt 2 Stunden oder 2,5 Stunden auf dem Sofa. Ich mit dem Zelt in der Hose, Digga. Aber zu schüchtern, den ersten Schritt zu machen. Ich kam gerade aus einer 10-jährigen Beziehung, Chat, und war etwas eingerostet, will ich mal sagen, was so den ersten Schritt angeht. Ich hatte es verlernt. Wir haben so ein bisschen so haha, hihi, sie lag so ein bisschen bei mir und war auch alles entspannt. Aber ich habe halt die ganze Zeit ein halbes Zelt in der Hose gehabt, weil die Kamaka halt auch gekickt hat. Ne? Irgendwann sagt sie zu mir, wollten wir nicht nochmal los? Irgendwie einen Döner essen oder so? Und ich denke mir so, hä? Wie, was für los? Dann habe ich gesagt, nee, eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich schon langsam Richtung Bett. Bruder, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Ich glaube, da hat sie gesagt, okay, ich mache mich bettfertig, dies, das. Ich muss dazu sagen, die junge Dame ist eine 10 von 10 auch immer noch, Bruder.